Das Paradoxe unserer Zeit ist, wir bauen riesige Gebäude, aber haben eine niedrige Toleranz. Wir haben endlose Autobahnen, aber eine eingeschränkte Sichtweise. Wir konsumieren immer mehr, aber haben dabei immer weniger. Mehr Komfort, aber weniger Zeit. Mehr Bildung, aber auch weniger Gutes im Sinn. Mehr Experten, aber auch mehr Probleme. Wir gehen spät ins Bett und wachen zu müde auf. Wir haben unser Eigentum vermehrt, aber unsere Werte herabgesetzt. Wir sprechen zu viel und lieben zu wenig und hassen zu oft. Wir wissen, wie man ein Leben gestaltet, aber nicht mehr, wie man lebt. Wir haben Jahre zum Leben hinzugefügt, aber kein Leben in den Jahren. Wir sind bis zum Mond gereist, aber wir schaffen es nicht, bis zur Tür des Nachbarn zu gehen. Wir haben den Weltraum erobert, aber kein Platz in uns. Wir leisten Großes, aber nicht Besseres. Wir haben viel vor, aber erreichen wenig. Wir haben gelernt, schnell zu sein, aber wir können nicht machen. Wir haben neue Computer, um Informationen zu speichern, aber wir kommunizieren weniger miteinander. Vergiss nicht, mehr Zeit in die Menschen, die du liebst, zu investieren, weil sie nicht für immer da sind. Gib den Menschen in deiner Nähe eine warme Umarmung, weil dies die einzige Kostbarkeit ist, die von Herzen kommt und nichts kostet. Geh Hand in Hand und genieße den Moment, weil diese Person eines Tages nicht mehr bei dir sein wird. Finde Zeit, um miteinander zu reden. Finde Zeit, alles, was es zu sagen gibt, zu sagen. Weil das Leben nicht durch die Anzahl der Atemzüge gemessen wird, sondern durch die Momente, die uns den Atem rauben.